Vor 550 Jahren, am 3. Dezember 1458, wurde in Rom die Stiftungsurkunde für das St. Nikolaus-Hospital in Bernkastel-Kues unterzeichnet. Nikolaus Cusanus, der 1401 in Kues geboren wurde und als Kardinal, Philosoph und Universalgelehrter Weltruf besaß, stiftete damit ein Altenheim für 33 alte und abgearbeitete Männer. Das Hospital mit Kapelle, Bibliothek und Kreuzgang hat 5,5 Jahrhunderte unbeschadet überstanden. Einziger Unterschied zur damaligen Zeit: seit 1959 können auch Frauen hier ihren Lebensabend verbringen. Mit einem Festhochamt, das Weihbischof Stefan Ackermann in der Kapelle zelebrierte, wurde des Jubiläums gedacht. Für Bischof Ackermann stellt sich die frühe Gründung eines Altenheims als etwas ganz Besonderes dar. Meiner Meinung nach ist das, was Cusanus hier gegründet hat vor 550 Jahren, etwas Visionäres. Also Menschen zusammenzubringen, damals waren es natürlich nur Männer, aber die also unterschiedlichen Standes waren, geistliche, Adlige und einfache Bürger, die in einem Haus zu versammeln, jeder mit einer eigenen Zelle. Das muss man sich vorstellen, im 15. Jahrhundert war ja alles andere als normal. Und er hat hier Maßstäbe gesetzt, die ja bis heute im Grunde gültig sind. Die weltliche Feier fand im Festsaal des Weinmuseums statt, das sich ebenfalls auf dem Gelände befindet. Professor Wolfgang Lenzen-Dies, ein gebürtiger Kuser, erinnerte sich in sehr persönlichen Worten daran, wie sein eigenes Leben durch Nikolaus Cusanus geprägt wurde. Bei seinem Theologiestudium in Rom sei ihm bewusst geworden, welchen Schatz sein Heimatort birgt. Als Kind habe ich eigentlich sehr wenig vom Hospital zur Kenntnis genommen, weil ich während des Krieges wohnte. Dann aber später in der Schule haben wir auch noch nicht so viel gehört. Cusanus spielte damals, das war also nach dem letzten Weltkrieg, keine große Rolle. Dann im Studium später, vor allem in Rom, habe ich dann viel mehr erfasst, welch ein großartiger Mann das ist. Bis dahin, dass ich mit seinen Predigten befasst habe und intensiv die studiert habe und festgestellt habe, das Entscheidende bei ihm ist der Glaube an Christus, der in den armen Menschen ihm begegnet ist. Dafür hat er das Hospital gegründet.